Hallo liebe YouTubis, herzlich willkommen. Boah, guckt euch das an. Super trübes Winterwetter und ich habe meine Pferde gerade von der Koppel geholt und die sehen aus wie die Wildschweine. Dreckig, dreckig, dreckig. Da hat Frau hier nachher wieder ordentlich was zu tun. Aber egal, sie haben sich wohlgefühlt, sie haben sich schön gewälzt und jetzt sind sie total kaputt. Und damit will ich dann auch gleich zum Thema überleiten. Und zwar habe ich... Wo seid ihr denn? So, da seid ihr. Da habe ich die Frage bekommen von einer YouTube-Zuschauerin. Und zwar Barefoot Among Gold Ponies, herzliche Grüße, hat gefragt, Mel, was machst du denn eigentlich im Winter mit deinen Ponys, wenn das Wetter so trist und traurig ist und feuchtkalt und hässlich? Ja, was mache ich denn mit meinen Ponys? In erster Linie versuche ich sie natürlich so viel wie möglich rauszulassen, auf die Koppel zu lassen, dass sie da ihr eigenes Ding machen können und so lange wie möglich auch. Wenn das ist natürlich nicht immer möglich und auch so werde ich sie, auch wenn sie auf der Koppel waren, bewege ich sie. Und Kutsche fahren tue ich im Winter ganz wenig oder gar nicht. Das ist mir dann unter 10 Grad ist mir das einfach zu kalt und es ist auch immer sehr matschig hier auf den Wegen und dann ziehen sich die beiden Chattys ja kaputt. Das muss nicht sein. Und ich reite auf dem Reitplatz mit dem Easy natürlich. Also ich versuche auch jeden Tag oder jeden zweiten Tag zu reiten. Dann longiere ich alle drei. Na ganz klar, das geht auch fast immer. Und ich fahre mit den Chattys am Fahrrad. Beide zusammen nehme ich sie dann auf die Seite und dann düsen wir los. Es geht dann in den Wald rein und das machen wir viel. Wenn wir Frostboden haben und die Pferde gar nicht so gerne laufen wollen oder auch wenn es jetzt ein regnerischer Tag ist und ich sattel grundsätzlich kein nasses Pferd, dann nehme ich sie alle drei am Halfter und dann gehen wir spazieren. Dann wird die Matschhose angezogen und dann machen wir einen Waldspaziergang oder irgendwie so etwas. Und ja, das ist eigentlich so das Wesentliche. Mal mache ich dann auch mal Langzügelarbeit oder sie machen eben halt auch mal nicht so ein bisschen Bodenarbeit, ein bisschen Tricks und Zitzensig mache ich auch. Aber das ist es im Wesentlichen und damit kommen wir gut über die Runden. So, ja, immer schön versuchen, sie so ein bisschen zu bespaßen, wenn sie am Stall stehen müssen. Wenn sie mal wirklich nicht rauskommen, dann versuche ich so vielleicht noch ein bisschen klassische Musik im Stall laufen zu lassen, dass sie sich ein bisschen entspannen können und sich da wohlfühlen. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen, was ich mit denen mache. Also hauptsächlich draußen, ich gehe auch nicht in die Reithalle oder so. Und ja. Und das machen wir eigentlich so, oder mache ich bei jedem Wetter. Und ich habe da auch gerade im Winter auch Spaß dran. Ich bin dann jemand, der ganz früh morgens gerne reitet, dann auch mal im Dunkeln loszieht, Kopflampe an und dann einfach mal auch mal im Dunkeln oder bei Mondschein los, egal zu Fuß oder reiten. Das macht mir dann Spaß und wie gesagt, der einfache Spaziergang tut es mitunter auch. Ne? Hauptsache, wir sind mit unseren Tieren und in der Natur und das ist eigentlich so das Wichtigste. Und dann hoffe ich, dass ich die Frage jetzt ausreichend ausführlich beantwortet habe und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, wenn euch das Video nicht gefallen hat, Daumen runter, stellt mir Fragen, abonniert meinen Kanal und ansonsten hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!